direkt aus dem Herzen Wiens, die begnadete Jasmo. Mach mal Riesenlärm für sie. Danke. Und hallo. Krass. Cool. Wir nicht. Nein. Ja, ich komme aus Österreich und ich kann nichts dafür. Dafür haben wir in Österreich Hip-Hop und ich habe gerade ein Album rausgebracht, das heißt Kein Platz für Zweifel. Ich habe gehört, beim Hip-Hop soll man hustlen, also hustle ich jetzt, yo. Und ich würde gerne zwei Nummern davon spielen, wenn das in Ordnung ist. Und die erste Nummer, die ich gerne spielen möchte, heißt Kunst, yo. Und ich verstehe das Prinzip von Sitzen, aber vielleicht wollt ihr aufstehen und tanzen, because it's funky. Ja, schauen wir mal. Oh, tausend Liebe, ein paar machen das. Vielen Dank, ihr seid cool. Applaus an euch selbst. Oder versuch's halt. Ja, meine Gedanken sind verlässlich. Leistung ist nicht alles, vor allem nicht, wenn sie nicht mehr echt ist. Schrecklich ist, ich verwechsel mich mit dem Rap, ich check's nicht, ich verletz mich selbst, ich rap nicht schnell. Fern bin ich von vielen Menschen, die durchhalten und machen. Es gibt Ursachen fürs Kunstschaffen und Wirkung, wenn man uns mag. Es gibt zu viele, die ihr Leben dafür aufgeben, dem widmen. Und manchmal ist man am Zergehen wegen dem Commitment. Commitment auf die Reise eines Kunstschaffenden MCs. Ich sage es laut, vielleicht zu Kultur ohne Industrie. Ich mach Veranstaltungen selbst, ich mach die Ansagen selbst. Ich schreib die Rezension, Kolumnen, Texte, Alben selbst. Ich organisiere meine Welt und hab an keinem gewissen Stellen. Ich weiß, was ich kann für den Fall der Fälle, dass wieder jemand meint, ich wäre arrogant. Ich bin Poetin, international anerkannt. Geht's euch gut? Und ich mach kurz was, ihr glaubt mir nicht, hier ein kleiner Tipp. Ich schreib Kolumnen, Texte, Rap, Lyrik. Ich schreib auch Skizzen und manchmal wird's ein Gedicht. Frag mich, ob ich das mit wem kann ich nicht dafür. Bitch! Das ist auch ein Art Piece. Könnt euch noch ein bisschen mehr bewegen, wenn ihr möchtet. Ich fühle mich so, als würde ich euch zwingen. Aber ihr seid ein sehr schönes Publikum. Und wenn die Nachbarin kommt und meint, ich wäre kein normaler Mensch, weil ich nicht 9-to-5 arbeite, weil ich vielleicht anders denke, dann soll sie meinen, was sie will. Ich weiß, ich mach ziemlich viel, ich arbeite 24-7, komm so zu meinem Ziel. Ich lebe auf Bühnen, schlafe im Hotel, so bin ständig unterwegs. Ich bin zum Auftritt pünktlich und zum Soundcheck zu spät. Das wird raus an dieser ständigen, die so viel geben, man steckt nicht Arbeit rein. Nein, sondern sein ganzes Leben, man muss nicht immer Gesellschaftsregeln überzeugen, vertreten, es wäre doch gegen erleben. Könnten wir uns nicht bewegen, eben deswegen will ich diesen Weg, das muss man nicht verstehen. Bester Freund bei immer Sprache, Musik bei einem also schreibe ich meine Sachen da und liebe. Ich bin dankbar, dass ich's tun kann. Oder könnte ich nicht, das hier ist mein Antwort. Und ihr wisst ich auch nicht, wie ich mit der Welt klarkomme. Mein Album geht nicht klar, wie mein Album geht klarkomme. This is my fucking dream, y'all. All this shit. Und ich mach kurz was. Ihr glaubt mir nicht, hier ein kleiner Tipp. Meine Hobbys sind Lesen, Schreiben, mein Freunde treffen. All this shit. Ich hab zu allem rausgebracht, kein Platz für Zweifel und keep it realistisch. Ich weiß nicht, ob ich davon leben kann, ich lebe dafür. Bitch! Das hat mich am Arsch. Ich kann auch mal applaudieren an den Liedstück. Mach ich Kunst, y'all. Kostet, y'all. Dumm, dumm. Oder die Verfeinheit von Hip-Hop. Macht man ja auch manchmal im Hip-Hop, wenn ihr wollt. Hallo! Oh my shit! This ain't nothing! Sehr schön. Die nächste Nummer trägt den Titel Kein Platz für Zweifel und so heißt auch mein Album. Und ich brauchte ein bisschen eure Hilfe, aber das werdet ihr schon merken. Und ich bin mir sicher, dass ihr das machen könnt. So, Kein Platz für Zweifel. Jetzt wird's noch funkiger, also... Ich kann auch nicht tanzen. Und tu ich nicht, tat ich nie, kann ich glaube ich nicht. Warte, ist das Unsicherheit, die schon wieder aus mir springt. Ich hab Zweifel, die fangen meistens bei mir selbst an,
weil ich weiß oder glaub, dass ich nicht alles kann. Aber wann wird das überhaupt in Frage gestellt? Immer von mir, aber fast nie vom Rest der Welt. Besser hält man den Mund und fragt gar nicht nach, denn Antworten wären in diesem Fall, weil ich kann, ich sag, ich kann das nicht. Also werd ich's auch nie können, soll's probieren und drauf hoffen, dass es mir alle vergönnt. Weiß auf jeden Zweifel gibt es meistens einen Gegengift. Sich selbst beweisen, man kann was leisten, das ist wesentlich. Also in Welten reisen, Texte schreiben, ohne den geht's nicht. Ich bin und bleib dabei, weil's immer noch meinem Wesen entspricht. Kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für alten Kalten. Hör auf mit dir selbst zu streiten, ja, du willst die Welt begeistern, aber ich trau mich nicht. Kommst du nicht weit, du weißt es in dem Augenblick, also komm und sei frei, da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für alten Kalten. Ja, du willst was leisten, du hast Angst vom Scheitern, aber schüttel sie doch ab, denn es geht auch ohne Zweifel. Mach einfach, du musst nur dir etwas beweisen. Break it down now. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Wir machen es jetzt zusammen. Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Da ist kein Platz mehr für. Und nochmal, da ist kein Platz mehr für. Und immer noch. Toll. Man weiß doch noch von früher, es könnte alles einfach sein. Man zweifelt doch nur wieder und führt dann wieder Selbstschreit. Man leistet lieber nichts, bevor man das Gefühl hat, als Vergleich. Wenn sich lieber einen alten Ketten schreit, lässt es sein, aber befrei dich lieber davon. Sag, da ist kein Platz, schau, dass du mit dir klarkommst, du mit dem, was du machst. Sag, ich bereue nichts, auch wenn das manchmal schwer ist. Und ich scheue dich zu nehmen, doch dann wehr dich. Erklär nicht, warum du mehr willst, sei ehrlich zu dir selbst. Verlern dich, was es heißt, ein Held zu sein in deiner Welt. Selbstwert heißt nicht nur, wie sehr man zu sich steht. Das heißt auch damit weitergehen und bis am Ende zu sich steht. Also, geh deinen Weg und klar, der ist nicht immer hin. Aber du kannst nur einmal gehen, du hast nur dieses Leben. Und wenn dann wieder, wenn du hörst und sagst, so geht es nicht. Bleib ruhig und sag doch, so gehe ich. Da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für Eitelkeiten. Nur auf mit dir selbst zu starten. Ja, du willst die Welt begeistern, aber wenn ich trau mich nicht, kommst du nicht weit. Du weißt es in dem Augenblick, also komm und sei frei. Da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für Eitelkeiten. Ja, du willst was leisten, du hast Angst vorm Scheitern. Aber schüttel sie doch ab. Denn es geht auch ohne Zweifel. Mach einfach. Du musst nur dir etwas beweisen. Vielen, vielen, vielen Dank. So, Dankeschön. Kunst, ja, und kein Platz mehr für Zweifel. MC Jasmo aus Wien, meine Damen und Herren.